Moini und herzlich willkommen zum nächsten Türchen. Heute möchte ich gerne so ein, ich habe das mal auf Instagram gesehen, glaube ich, so eine Art Pilzwolle Dread mit Draht drin, die man so als Haargummi wickeln kann. Das ist nicht nur für Leute mit Dreads, sondern auch für Leute mit normalen Haaren. Und Leute, die gar keine Haare haben, können sich das zur Not auch dann ums Handgelenk wickeln. Also es ist für jeden. Und ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, was ich vorhabe, weil ich habe nur so richtig Billo Mini-Draht. Aber ich dachte, ich nehme den einfach doppelt und dann oder dreifach und dann passt das schon. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe auch keine Ahnung, ob die Filzwolle an dem Draht hält. Aber ich würde sagen, probieren geht über studieren. Los geht's! Kommen wir nun zu Dingen, die wir dafür benötigen. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob wir sie brauchen. Ich schätze es einfach nur mal. Man braucht, wie eben erwähnt, Draht. Dann braucht man Filzwolle und warmes Wasser. Ist das noch warm? Ja, geht so. Und Kernseife. Und ich habe hier noch so Knallfolie. Das war's. Herzlich willkommen beim Detail-Bildausschnitt. Hier sehen Sie meinen Fuß und mein Bein. Die Hose schon wieder hochgerutscht ist. Also, als allererstes nehme ich mir Draht. Eine Menge Draht, weil er so dünn ist. Oh, man sieht gar nicht, was ich hier tue. Kein Plan, wie lange macht man denn so ein Ding? Schon ein bisschen, ne? Aber ich würde mal sagen, so ungefähr. Das Ding ist, ich habe halt keinen Bock mehr für sowas, neue Sachen zu kaufen. Dann liegt das wieder rum, weil man es so eigentlich nicht braucht. Ich bin halt mehr der Freund von, ich benutze Dinge, die eh da sind. Nicht immer, manchmal habe ich auch Bock, Sachen zu kaufen. Aber so Basteldraht, ich bin halt echt nicht so die Bastelmaus. Von daher brauche ich das halt auch nicht oft. So, jetzt drehe ich das Ganze ein bisschen. Es ist quasi, oh, ich und hier Koordination, ne? Dass das quasi zu einem Strang wird. Ja, ich glaube, das ist gut, ey. Wenn nicht, ist natürlich doof. Ich nehme mir hier dieses Türkis, nicht weil ich es besonders schön finde, sondern einfach weil ich besonders viel davon habe. Dann nehme ich mir, oh, das ist schon gut verfilzt auf jeden Fall. Ich zeige das hier oben. Ich ziehe einfach mal so ein Stück raus und nehme das. Und dann teile ich das auch nochmal. Weil wichtig beim Filzen ist, dass man das immer in hauchdünnen Schichten macht. Ich persönlich würde es ja lieber gleich in dicken Schichten machen. Aber es funktioniert leider nicht. Ebenso wenig funktioniert kaltes Wasser. Von daher, oder ja, sehr kaltes. Von daher muss ich mir wahrscheinlich gleich neues Wasser holen. Okay, ich habe das jetzt so aufgefächert. Ich zeige das hier unten auch nochmal. Und lege das hier so drauf. Und mein Draht hier so rein. Bitte lass das funktionieren, ey. Ich habe keinen Bock auf noch so ein Riesendesaster, was nicht funktioniert. Das mit dem Fimo hat schon nicht geklappt. Ich träufel mir jetzt da Wasser rauf und schmier meine Hand ein bisschen mit Kernseife ein. Leg das da so ein bisschen drum und fang an zu rollen. Ja, geilo! Wusste, darauf ist Verlass. Mehr oder weniger. Da lege ich das. Okay, ich tüdel den Draht da noch mal ein bisschen mehr rein, weil der da gerne wieder rausspringt, habe ich gerade gemerkt. Aber es ist ja auch erst die erste Schicht. Ich werde es einfach mal versuchen, da so ein bisschen drum zu schlängeln. Vielleicht klappt das ja besser. Ja, es klappt besser, wenn man das so ein bisschen drum wickelt. Geilo! Ich freue mich, ey. Es wäre richtig schade gewesen, wäre das wieder so richtig blöd geworden.
So, ich habe das Ganze jetzt ja ein bisschen dicker gefilzt. Und jetzt wollte ich mir einen Farbverlauf machen. Und ich dachte, dass ich von Blau in das Blau übergehe. Und dann in das. Und das mache ich halt ungefähr genauso. Weil ich es eigentlich ganz schön finde, wenn das alles so ein bisschen ineinander verschwimmt, sage ich mal. Und nicht so komplett ordentlich gemacht ist. Ja, und dann gleiches Spiel wie immer. Festfilzen. Meine Hand ist auch übrigens schon richtig gut durchblutet. Und das mache ich, bis es mir gefällt. Und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe mir jetzt hier eine Grundlage geschaffen. Das ist soweit fertig. Und jetzt kann man halt noch mit dünnerer Wolle da so Verzierungen dran machen, wenn man das will. Zum Beispiel ja dieses Kreuzmuster drum wickeln oder Perlen aufziehen, wie halt mit normalen Dreads auch. Ich habe jetzt hier noch kleine Glöckchen, die nähe ich da jetzt auch noch dran. Das mache ich einfach, indem ich den Faden durch die Nadel ziehe. Und dann nehme ich halt beide Fadenenden hier oben und mache da einen Knoten rein. Und dann nehme ich mir das Glöckchen und ja, stecke das hier durchs Glöckchen durch, den Faden, ziehe. Und dann stecke ich den Faden hier zwischen den Bändern durch. Und das ziehe ich dann so fest. Und dann hängt die Glocke hier am Faden dran. Ja, und dann gucke ich, wo ich sie hinhaben will. Und da fange ich dann an, das Glöckchen anzunähen. Und wenn ich das gemacht habe, dann gehe ich hier einmal so in den Filz rein und mache einen doppelten Knoten. Ziehe das fest und schneide den Faden ab. Schon habe ich hier ein Glöckchen dran. So, ich bin fertig. Hier ist das gute Stück. Und wie ich gehofft habe, kann man es halt biegen. Und man kann damit auch Schnurrbärte basteln. Oder Hörnchen. Wenn man gerne mal ein Stier wäre. Alles ist möglich mit diesem wunderbaren Teil. Ja. Vielleicht wollt ihr das ja nachbasteln. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, Abend, gute Nacht oder einen guten Morgen, je nachdem. Und hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss! Und ich muss jetzt hier aufräumen.